Ja, moin, was für ein schöner Tresor. Hallo, Leon. Ah, hallo! Schön. Da! Aber hast du viele Ah! Flügel? Ja, genau, da. Ein neuer Flügel für den Leon. Oh, ich darf Boah! nicht trimmen. Scheiße. Ich muss 30, 25 Meter haben. Das habe ich schon wieder getrimmt. Eieiei, Leon. So, jetzt können wir hier hoch zum Beispiel. Ja. Oh, da hinten ist wieder das Rätsel, okay. Ja gut, dann machen wir wieder auf. Geht nicht. Jetzt müssen wir das richtig lösen. Nee, ich weiß, wie wir das skippen können. Und wie? Einfach jedes Mal irgendwas Falsches eintragen. Bis wir ganz hinten am Ende sind. Hey, es ist schon grün. Ist alles richtig. Ja, ist alles richtig. Ja. Und jetzt? Es Ich ist bin nur ständig ein. alles richtig. Wir müssen nur ständig immer alles machen. Ich wette, das ist so. Oder einfach zweimal richtig. Ah, grün! Grün? Das erste ist grün. Und das dritte ist weiß. Nein, das ist. Ja, nein, ja, genau. Hä, hey, aber das ist am Anfang auch nicht richtig. Okay, Weiß, grün ist weiß. richtig. Nein. Hä? Hä? Wir machen das aber bis zum Ende und gucken dann. Ah, das ist einfach random. Also immer wieder die gleichen Farben. Also wir gucken dann am Ende mal rein. Nicht Das ist alles richtig. falsch. Ist doch grün richtig und weiß heißt einfach, es ist in einer anderen Position. Also deshalb ist wahrscheinlich blau nicht existent, aber weiß und gelb. Weiß und gelb musst du noch reintun. Will das da was skippen hier, weil ich will das nicht lösen. Ja, dann ist trotzdem falsch. Na doch, am Ende, da kannst du doch, Ja, aber da weiß kannst und du dann. gelb ist ja trotzdem richtig. Ich will doch das lösen, so wie es richtig ist. So. Gottchen. Ich will doch die richtige Lösung haben. Also, wir haben noch weiß, gelb. Weiß ist noch richtig. Weiß ist noch richtig. Nein, Ja. wir spicken da. Nein, nicht spicken. Ich will es Doch, richtig spicken. lösen. Nein. Spicken. Siehst du, jetzt ist alles falsch. Geh auf. Mann, blau ist doch richtig. Nein, warte schnell in die Richtung. Grün ist richtig. Ganz links. So, dann haben wir noch gelb und blau, glaube ich, oder so. Warte kurz. Ja, gelb und blau. Und gelb und blau müssen einfach auf der anderen Seite sein. Deshalb, da, gelb. Nein, kann nicht sein. Hey, kann gar nicht sein. Hä? Ist grün richtig links? Und deshalb grün. Auf der Seite ist auf. Nee, nee, warte mal. Nee. Keine Gell? Ahnung, Es macht keinen ich Sinn. spick da. Ich glaube, wir Ja, ich müssen es auch. falsch machen. Die Entwickler wollen uns immer nur verarschen. Warte, Nochmals? ich reingucke. Ja, aber nochmals. Wir müssen das komplett falsch machen. Und? Also wir müssen es doch richtig machen. Also wir schauen einfach mal grün. Nein, nicht da. Hier grün. Hier grün. Nein, hier grün. Dann gelb, blau und weiß. Machen wir am Schluss weiß. Blau, ja, das könnte dort sein und gelb. Ich habe hier ja gerade gelb, Achtung. Okay, zwei sind richtig. Das erste und das dritte. Grün und blau. Und dann machst du einfach das Weiß und das Gelb unterschiedlich hin. Mal Hier habe ich pink, mal ich will mal Weiß. pink probieren, ich will mal pink probieren. Nein, pink geht. Nein, hier war es ja. Blau Nein, noch dahin, blau da noch blau dahin. hin, aber da nicht weiß. Vielleicht rot. Hä, jetzt ist aber eins. Jetzt ist ein anders richtig. Dann ist pink dort richtig, ab grün ist irgendwo. Nein, kann nicht anders sein. Also 1, 2. Ich tue mal pink dort wieder hin. Und. Bei dem Grün noch mal. Na ja, aber grün. Geht ja gar nicht. Nein, grün ist falsch dort. Müsste weiß sein. Weiß ist richtig. Weiß ist richtig vom ersten. Hä? Grün, ja, grün ist richtig.
Grün ist doch richtig, aber hier ist grün nicht richtig. Oder grün ist da beim zweiten. Es tauscht, es wechselt immer wieder. Aber grün ist richtig. Dann war eigentlich gelb noch richtig oder weiß blau, noch richtig. Blau. Nein, blau war nicht richtig. Weil sonst haben sie zu wenig Lämpchen. Es ist weiß. Weiß ist, denke ich mal, richtig im letzten. Wenn wir jetzt grün haben, zwei, dann ist es richtig. Im letzten. Nein, nicht im zweiten, im letzten. Hallo. Nein. Nimm jetzt doch mal das Richtige auf, du dumme Ziege. Ach komm, mit deinem kleinen Skin kannst du es besser. Dann ist blau falsch und lila ist falsch. Das heißt, wir müssen... Rot und gelb. Wir können auch grün nochmal nehmen oder nochmal weiß. Also gelb. Gelb ist... Gelb könnte richtig sein. Gelb könnte richtig sein. Weil blau ist es nicht richtig und weiß ist ja auch nicht richtig. Gelb auf der zweiten ist richtig. Ich nehme mal gelb. Oh, auf der 2. Und dann haben wir vielleicht noch auf der nächsten auch grün oder auch weiß. Ich mach mal auch grün. Ach, shit. Also wenn wir hier etwas richtig gelb haben und richtig, hier... Gelb ist richtig. Ja, ja. Nein, es ist verwechselt. Also es tauscht immer. Das ganze Programm ist kaputt. Also es heißt, grün ist immer richtig. Immer. Das ist immer die grüne Lampe. Das heißt, wir müssen an einem Ort doch zum Beispiel nicht gelb haben, blau. Nein. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mann, das Rätsel ist sowas von kaputt. Leon hat schon aufgegeben. Ich hab wirklich aufgegeben, jetzt langsam. Mann, das ist so schwierig. So eine Scheiße. Ja, es ist kaputt, es ist verbuggt. Das haben die Entwickler extra gemacht. Aber wenn jetzt grün immer richtig ist. Wir können ja mal testen, ob grün bleibt, oder? Aber grün ist immer richtig. Warte, lass nochmal resetten. Ja, aber grün ist am Anfang richtig. Mann, jetzt ist alles wieder so getauscht. Warte mal, lass mich mal was probieren. Bitte. Nein, lass mich mal es was. Es ist alles grün. Es ist alles grün. Nein. Doch, es kann alle die gleichen Farben sein. Bringst du mir mal eine, hier ist ein. Bringst du mir mal ein weiß? Oh, der weiße habe ich schon so gut. Also. Wohin? Hier vorne. Also erstes. Auch wieder eins. Das heißt. Vielleicht ist es blau. Nein, blau kann das auch nicht sein. Hier grün rein. Au. Da muss ich ein anderes Grün nehmen. Oh Mann, du bist gemein. Wieso da grün? Ich verstehe nicht, wieso dort grün ist. Daneben. Ne, warte. Hier dann blau hin. Mhm. Noch ein gelb, warte mal. Rot gelb, könnte gelb, es nochmal sein. Warte, ich bräuchte. Nein, warte, lass mich mal. Lass mich mal kochen hier. Nein, du kannst es nicht. Mach rot weg. Oh. Aber rot ist sicher eins noch. 100%. Ich brauche noch ein Grün und noch ein Grün und noch ein Grün und noch ein Grün. Wieso grün? Hm. Ja, siehst du, jetzt haben wir alles falsch. Nur eins ist an einem anderen Ort. Ach komm, hey. Vielleicht ist gelb auf der 2. Ja, ist so eine Scheiße. Mann, ich rätsle immer ständig, weil das verbuggt ist. Ach komm, lila war doch sicher irgendwo hier. Ne, lila könnte am Anfang sein. Blau könnte... Nein, blau gibt's nicht. Aha, rot. Okay, ey, ich habe jetzt das Sinn an diesem scheiß Dreckspiel verstanden. Ja, aber... Also, weiß heißt, es ist an einem anderen Ort. Grün heißt, es ist richtig, aber das ist ja vertauscht immer. Und deshalb müssen wir einfach grün wieder nehmen. Und grün nicht beim ersten hin tun, sondern beim zweiten. Ey! Ja, aber das erste... Grün auf 2. Okay, eben grün auf 2. So. Dann haben wir blau. Und rot, die Nein, Farbe ist nicht. Richtig, aber die muss auf eine andere Stelle. Da würde ich mal rot auf Stelle 1 packen. Ja. Und pink könnte pink auf... Pink und weiß. Ich mach mal pink dort, weil weiß haben wir schon da gehabt. Okay, 1 ist richtig.
Könnte auch grün sein. Grün könnte auf der 2 richtig sein. Und rot ist falsch wahrscheinlich. Rot müsste nicht reingehen. Nein, Herr Rot, guck mal. Grün. Da, grün heißt, dass es richtig ist. Ja, aber es ist trotzdem vertauscht. Weil du hast ja auf der ersten auch grün und auf der zweiten grün. Also ist das auch nicht richtig. Es ist immer ein bisschen vertauscht. Du musst einfach wissen, welche Farbe du einsetzen musst und nicht in welche Region, in welchem von 1 bis 4 reingeht. Also müssen wir einfach, ja, müssen wir einfach grün nehmen. Wir müssen rot nehmen. Es sind ja 2 getauscht. Also rot, ja, rot irgendwo anders hin tun und zum Beispiel weiß noch mitnehmen, aber lila nicht. Dann könnte also noch, dann könnte eigentlich noch blau richtig sein. Müssen wir noch ein blaues nehmen. Und wenn wir das nicht haben, dann müssen wir es einfach anders anordnen. So jetzt zum Beispiel. Jetzt brauchen wir hier noch ein gelb oder ein weiß. Ein gelb könnte es schon sein. Nein, ein gelb könnte es nicht sein. Ein weiß, ja? Weiß, ja, ja. Weiß. Man, das ist manchmal so kompliziert. Oh, 2 sind richtig. Aber schon, siehst du, schon wieder an einem falschen Ort. Also, an einem anderen Ort. Also rot und blau sind am Schluss vielleicht. Dann müssen wir... Hey, dann stimmt die grün aber nicht. Weil schau, hier ist rot und blau auch drin und trotzdem nicht grün. Es ist irgendwie ganz kaputt, aber wir müssen nur das richtig machen. Die grün... Nein, dort die grün. Nein, es stimmt ja nicht. Das ja, dann ist aber die weiß falsch. Jetzt ist es noch weniger richtig. Siehst du, es ist so kompliziert, verdreht immer. Vielleicht ist immer eine einzige Reihe immer so und die anderen sind so. Also muss man einfach ständig drehen. Warte mal. Lass mich mal kurz was. Ja, aber man muss ständig drehen. Ich brauche das. Holst du mir mal noch ein... Nee, warte mal, scheiße. Ja, eben, es ist... Nee, es ist je nachdem, in welcher Reihe wir sind, anders. Ich brauche ein Rot. Und wir müssen einfach die richtige Reihe dann finden, direkt. Ein Blau noch, bringst oder? Bringst du mir... Nee, warte mal. Rot. Blau ist doch noch. Nein, warte, lass mich mal kurz was probieren. Ja, ich wenn lasse. Das, wenn das jetzt falsch ist, machen wir Dings. Du musst zweimal rot. Könnte schon sein, es ist ja immer so gewesen beim meinen Missing noch, irgendwie noch Missing mal rot noch. Und einmal blau. Also ich habe blau hier. Ich habe hier schon blau. Ja, aber dann stimmt es wieder nicht. Rot, 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 blau. Nein, siehst du. Nur ein richtig. Was ist denn richtig? Eben, es ist je nach Reihe anders. Es ist so kaputt, ey. Es ist so kaputt, ein ganzer Part, schon 13 Minuten an einem blöden Spiel zu sein, das nervt. Vielleicht ist alles blau. Vielleicht sind wir auch einfach nur dumm. Nein, vielleicht müssen wir irgendwo ein Rätsel rausfinden, weil die Reihen ändern sich ja ständig. Aber vielleicht kann man sich hier irgendwie reinglitschen. Ich habe es halt immer mit der Giraffe gemacht, aber die Giraffe haben wir hier nicht. Ich kann hier vielleicht die Kamera auch so drehen, dass ich reinschauen kann. Oh. Also, ich kann reingucken, aber ich sehe gerade nichts. Ja, ich kann auch reinschauen. Es ist nur weiß, es ist nur durchsichtig. Okay, wir müssen die Lösung einfach rausfinden. Ich denke, lila. Nein, lila kann nicht richtig sein. Ja, doch schon eigentlich. Lila auf die 2. Dann blau. Blau ist eigentlich immer. Blau könnte immer richtig sein. Blau könnte auf der letzten sein. Rot ist nicht drin. Nein, also blau ist drin. Rot ist nicht drin. Lila ist eventuell drin, auf der falschen Position gewesen. Also ist noch gelb. Ja, gelb könnte die weiße sein am Anfang, also gelb. Das heißt gelb auf einer anderen Art Seite. Und dann haben wir noch... Rot kann es nicht sein. Hier haben wir 2 Lichter. Hier sind ja richtig grün. Grün am Anfang. Ich wette, es ist grün am Anfang. Nein, es sind 2 weiß. Wie geht denn das schon wieder? Nein, es geht nicht. Es macht keinen Sinn.
Ich glaube, das kann man gar nie lösen. Ich denke, die Entwickler mobben uns, dass wir das nicht lösen können. Nee, aber hier gibt's, das habe ich bei Palle gesehen. Schau mal bei Palle nach, wie es richtig geht. Nein, nee, ist bei jemand anders. Aber schau mal bei dem, den du geschaut hast, im Verlauf, wie es richtig geht. Wir geben das auf, wir haben 15 Minuten okay, jetzt. Warte. Wir haben 15 Minuten einfach nur gescherzt, also. Ja. Der hat zuerst. Ich habe schon viel Gras. Es ist schon viel Gras gewachsen auf meinem Kopf. Warte mal, Drago. Ja, ja, was? Wir gucken uns das ja von so an. Ist es falsch herum oder was? Wir müssen das von so gucken. Aber wieso? Ja, schon, aber. Aber trotzdem. Wir haben es die ganze Zeit von so geguckt. Also ist aber rot richtig. Dann ist rot auf der 3 richtig. Ich mach mal die rot auf die 3. Wieso ist denn das verkehrt herum? Ah Mann, gib mir doch ein rotes. Die Zunge ist immer falsch. Der Kopf ist richtig. Nee. Hä, wieso soll rot auf 3 sein? Ah, hier laut dem. Ja, ja, stimmt. Ja. Dann haben wir die letzte, die weiß. Dann haben wir am Anfang rot und blau. Blau und rot. Also es ist rot, es ist blau, rot, rot, weiß. Nein, hier. Das Spiel backt herum. Jetzt hoffentlich richtig. Hä? Nee, hä? Ey, wir reset nochmal alles hier. Also die 2 könnte richtig sein, also die 2 ist rot. Wir fangen an, mal wir grün. So, die 2 ist rot und lila. Es ist 2 sind vertauscht. Jetzt rot und pink ist vertauscht. Okay. Ich nehme pink. Ich nehme rot. So. Und dann nicht grün und nicht blau. Also nein, nicht grün und nicht. Weiß und blau. Ja. Oh, du hast schon blau. Weiß. Nein, Mann, die Zunge ist so verpackt. Ich will das. Okay, 1 ist richtig, die 3, die weiß ist richtig. Weiß ist richtig, ja. Dann haben wir 1 noch drinnen, das ist lila. Lila auf die 2. Hä? Lila auf die 2, weil die weiß ist. So, und jetzt müssen wir noch grün, nein. Ja, grün könnte schon sein. Grün auf die 4. Und dann ist gelb. Warte, ich hab hier. Oh, gelb. Mann, 2! Dann ist die weiß, dann ist die blau an einem anderen Ort. Und rot ist richtig? Nein. Wir haben ja hier gar kein Rot drin gehabt. Warte mal, guck mal. Gelb ist richtig und weiß ist richtig. Ja, aber dann ist blau hier. Weil die weiß muss ja dort sein. Weiß. Gelb und weiß. Packen wir. Nein, nicht gelb. Oder? Ja, doch gelb. Gelb also und rot. Ich pack da mal einen grünen spaßeshalber. Aber rot. Ja, jetzt ist ganz alles falsch. Es funktioniert nicht richtig. Mann, das wird der lustigste Part, ey. Nur die Klügsten aller Klügsten können dieses. Nein, wir sind die Klugen, aber das ganze Gerät ist kaputt. Mann. Ist das jetzt blau dort? Ja, stimmt. Aber trotzdem. Ich denke, lila ist auf der 2. Und das Gelb auf der 3. Ja. Und dann ist eigentlich noch weiß. Ja. Rot. Okay, das letzte. Rot ist richtig. Rot ist richtig. Hab ich. Pink ist an dem falschen Ort. Vielleicht Pink auf die Ei. Pink auf 1. Die 3. Pink auf die 3. Weil die 1 haben wir schon. Pink die 3. Nein, 3. So. Und dann haben wir eigentlich noch die Grün auf der 1. Pack da mal weiß und grün, gelb und weiß hin. Gelb ist ja schon dort. Das stimmt nicht. Hä? Jetzt haben wir ein weißes. Es ist total verpackt. Kann doch nicht sein. Also die Rot ist nicht richtig, weil die jetzt hier nicht richtig ist. Dann ist Blau richtig an der 1. Ja, es ist irgendwie vertauscht. Blau ist richtig auf der 1.
Dann haben wir noch eine Farbe, die richtig sein könnte, und das ist vielleicht lila. Ne? Doch, lila. Lila zum Beispiel auf die 4. Lila auf die 4, jetzt aber nur anschauen, aber nicht lösen für mich. Und dann ist rot nicht drin, dann ist... You have to make a guess which color and position are correct. I recommend to pick first only two colors. Und welche zwei Farben? Blau und Pink. Blau und Pink. Ah, ja, nee, warte mal, okay, warte mal, wir resetten. Also blau hast du gesagt. Zweimal blau, lass mal zweimal blau und dann zweimal pink reinmachen. Ja. Mann, das ist so... Blau, die nebeneinander, blau nebeneinander. Nein, ja. Schwamm-Bob-Kopf. Nö, bestimmt noch gar nicht. Und ich habe 4 Meter jetzt endlich erreicht. Neuer Weltrekord. Nein, ich habe 5. Ich habe 3 gehabt. Jetzt zweimal grün und zweimal weiß. Aber wieso denn? Was macht das Sinn? Das ist ein Tipp von einem Pro. Ja, aber trotzdem. Was macht das für einen Sinn? Guck! Eins ist richtig, klar. Und jetzt zweimal rot und zweimal gelb. Ja, okay, die Pros, die machen einfach Taktik, und die Taktik haben wir jetzt auch gekriegt. Hä? Was macht er danach? Warte, ich will gucken, was er danach macht. Aber das macht gar keinen Sinn, dann ist ja grün immer grün. Das the two white dots on the right interacted that colors are correct, but not the position. Color correct. Warte mal, von wo muss man gucken? Von hier. Warte mal, ich guck mal das Video. Die 3 ist richtig, aber die ist weiß und gelb. Richtig. Hä? Es macht gar keinen Sinn. Es ist eben verbuggt, und deshalb muss man da wirklich die richtige Lösung haben. Und die ändert sich wahrscheinlich ständig. Ich mach das jetzt wieder Pro. Der hat's hier zweimal blau und daneben zweimal weiß. Okay. Irgendwie besser. Okay. Und dann? So. Jetzt, warte mal. Von welcher Seite muss man jetzt gucken? Von der hier oder was? Ja, ja, von der hier. Du hast ja die Klappe. Eigentlich ist es umgekehrt, weil die Platte ist ja am Gegner. Und der weiß, was da unten drunter ist, aber du nicht. Aber es ist wahrscheinlich immer so, wenn man immer so hält. Und ein anderer hat dir das eingestellt und du musst es ja lösen. Also es ist immer von hier. Dann könnte also die 2 grün, blau sein. Aber das war ja vorher auch unterschiedlich grün. Also richtig grün, aber unterschiedliche Farben. Und deshalb kann es ja nicht beides richtig sein. Weil beides ja unterschiedlich ist. Wer Rot. Wollte, welcher verdammte Entwickler wollte das reinhaben? Vor allem, sie machen es ja falsch. So gehen die Geräte nicht. Die Geräte sind ja immer richtig. Weil du... ein Puzzle-Guide. Soll ich nachschlagen sonst? Oh mein Gott, ich kann glitschen, ich sag dir die Dings. Okay, dann sag einfach die Farben von links nach rechts. Wenn du so wie ich schaust. Du kannst irgendwo da durch den Boden glitschen? Ich sehe die Farben. Okay. Ich sehe 2 Farben. Du siehst 2 Farben? Weiß und grün. Okay, ich habe die grüne. Farben, wo ist die grüne? Ich muss hier erstmal wieder hier hochkommen, damit ich weiter gucken kann. Mhm. Also du kannst unter der Map, unter dem Turm durchschauen. Du musst alle finden. Ja, das dauert ein bisschen. Tut mir leid, Zuschauer. Wir haben schon 24 Minuten vergeudet. Nee, es ist wirklich fast unmöglich, weil alles so random ist. Perfekt. Ich sehe nicht alles. Tut dir einfach das merken oder sag schon mal, was richtig ist. Ja, dafür muss ich erstmal wieder... in die Position kommen, dass ich da gucken kann. Ja. Meine Güte, Entwickler, bitte mach doch das fair. Es kann doch nicht sein, dass wir das random zufällig anordnen müssen und Glück haben müssen. Ich sehe alles. Grün. Also. Warte. Erstes ist weiß, zweites ist grün, drittes ist weiß, viertes ist pink. Okay, also zweimal weiß.
Und das letzte ist pink, okay. Weiß. Ja. Ah, weiße Kugel. Also erstes ist weiß. Drittes ist zweites, weiß. Zweites ist grün. Den habe ich schon. Weiß. Und dann pink. Genau. Ja, pink habe ich gleich neben dran. Und? Ja! Geschafft! Dankeschön, du Glitscher, du. Du bist ein Bösewicht. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ich habe nichts. Keine Ahnung, löse das Puzzle, steht da noch. Es gibt noch mehr von diesen Dingern. Vielleicht ist oben drüber noch eins. Komm mit, Drago, komm mit, ich zeig dir. Aber hier ist eine Kugel oben, ich will die kaputt machen, die leuchtet. Egal, komm mit. Komm mit, ich zeig dir, wie ich es gesehen habe. Okay. Aua. Geht immer alles kaputt. Ah, hier. Ja, man sieht's von hier. Ich bin nur kurz rein. Und das ist der gleiche Glitch wie bei einem anderen Game. Glaube ich, GTA Online auch. Ja, gibt's auch so einen Glitch, wo du durchschauen kannst. Ja, GTA Online. Also, wir haben 5 Meter Haare. Oh, wie lange muss ich hier AFK bleiben, dass ich das lösen kann? Ich werde es aber gleich nicht zeigen, aber vielleicht einen Screenshot machen. Ey, ja. Bitte. Mhm. Die Wolken sind cool. Oh crap, oh crap. Also jetzt machen wir noch etwas. Komm, wir sammeln noch ein bisschen Geld. Wir müssen sowieso noch die Quests zu Ende machen. Ja, aber wo sind denn die? Nein, was? ich meine, dass wir den Geld einsammeln. Ja, aber eine halbe trotzdem. Million. Ja, trotzdem. Ich möchte ja eigentlich Manswiper dann einfach in der nächsten. Ich schau mal kurz, was ganz oben ist am besten. Ja, ist einfach ein Dach. Aber es kann sein, dass wenn wir alle Edelsteine haben, halt die anderen noch kommen. Die anderen, meine Sweeper. Aber wie heißen sie? Miss Inkno oder so? Irgendwie so ein Name. Keine Ahnung, wie sie heißen. Okay, ich komme. Komm. Wir TP'en uns mal in die Stadt zu dem Ziegenturm. Ich glaube, ich darf gar nicht teleportieren wegen den Haaren. Ich gehe mal zum Goat-Turm, den du genommen hast. Und du kannst ja währenddessen zur Stadt und mal kurz vorbereiten. Aber ich habe keine... Ah, ich habe gar kein Ding. Auto jetzt hier. Mann, das Spiel kann unendlich nerven, aber da muss man halt einfach ein bisschen stark bleiben. Es ist halt wirklich nicht gerade so ein AAA-Spiel. Hier ist ein richtiges Puzzle. Ja, das machen wir ja mal später. Ich mach das jetzt kurz, währenddessen du weg bist. Ja, du machst immer die Sachen nicht in der Aufnahme. Wir wollen doch das gemeinsam machen. Verstehst du? Ich habe keinen Turm hier. Hä? Ich bin doch in die richtige Richtung gegangen zu diesem... Ich habe keine Übersicht im Auto. Wo ist der Goat-Turm hier? Links davon. Da? Ist das richtig? Ja. Das ist doch kein Goat-Turm. Also übersichtlich ist die Welt nicht. Überhaupt nicht. Schau doch in die Richtung. Okay, dann ist es ein... Da ist doch der Goat-Turm. Da ist aber kein... Ah, das ist gar... Also ich verstehe jetzt wirklich nichts mehr. Also in der Map ist auch irgendwas verbuggt oder ist ein anderer Goat-Turm gemeint. Aber hier... Dankeschön, liebes Entwicklerteam, dass du uns so verwirrst. Ich finde es ja gut, wenn Entwickler uns verwirren können, aber nicht so, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Meine Güte, war ich damals als kleines, winziges Kind, 3-jährig, mit Zelda Link to the Past überfordert gewesen. Schon am Anfang durch den Brunnen zu gehen, das machte gar keinen Sinn. Man will doch nicht durch einen Brunnen fallen. Na, jetzt habe ich wieder... Wenn du nicht immer die gleichen Tasten würdest nehmen müssen... Ich habe den Turm schon, oder? Nee, ich muss mit hin. Ja, aber ich habe diesen Turm, den du jetzt vorher genommen hast, schon. Nee, ah, nein, doch jetzt. Jetzt. Okay, ich habe den Turm auch. Okay, das Spiel wurde echt nicht, also das DLC wurde echt nicht fertig gemacht. Das DLC hat überall Übersichtsprobleme, Arbeitsprobleme, das alles immer direkt nebeneinander ist, jede Goat-Statue. Dann auch irgendwelche Logik. Probleme und vor allem auch Quest-Probleme wie dieses Anordnen der Farbe. Es hat einfach immer falsch angezeigt, dass irgendwas richtig ist.
Jetzt gibt's hinten noch so ein dummes Kackpuzzle und ich hasse Puzzle. Ja, aber zeitlich können wir das nicht mehr machen. Wir müssen jetzt beenden, das ist 30 Minuten Fahrt. Die Zuschauer schauen sowieso nicht immer sehr lange solche Spiele. Also ich, ja, machen wir das einfach beim nächsten Mal, das Puzzle. Gut. Oh, ein Froschkönig, also ein Froschpräsident. Ja, also Dankeschön fürs dabei sein, Leon. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch verbessern könntet. Vor allem das Lösen von einem Rätsel. Und ja, viel Spaß weiterhin. Tschüss, Zuschauer. Tschüss, Leon.